Hallöchen Leute und willkommen zu Let's Play One Piece Pirate Warriors mit hier Episode 12, das Abenteuer auf dem Archipel der schwebenden Seife. Das ich überhaupt nicht im Kopf habe, ich glaube da bin ich mit dem Anime überhaupt nicht gewesen, aber in den Kommentaren habe ich auch mitbekommen, dass hier zwischen ordentlich was rausgelassen wurde. Ich lasse mich jetzt einfach überraschen und sage, Episode starten! お前が一味を抜けてまでメリーにこだわったのも今は納得できる。メリーは本当に勇敢な船だった。そしてこの船に乗り換えてから最初の冒険が。いよいよ私と皆さんとの胸躍る出会いですね。私胸は見て。 きれい。あ？なんだあれ？なんか飛んでるぞ。泡？おお！幻想的。シャボニーショコラ。私の話は。 Ja, da frage ich mich auch, was mit deiner Geschichte? What the fuck? ブルックを加えた麦わらの一味は、グランドラインを半周し、航路を縦に貫く絶壁の大陸、レッドラインに到達した。この大陸を越えて新世界に入るためには、職人の手で船をコーティングしてもらい、深い海底にあるという魚人島を目指すほかないという。シャボンディ諸島に上陸した麦わらの一味は、 かつては海賊王ゴールドロジャーの船の副船長だったという冥王レイリーと運命的に出会い、船のコーティングをしてもらうことになった。しかしその前にルフィたちは世界貴族天竜人を殴り倒すという大事件を起こしていた。天竜人に手を出せば海軍本部の大将がやってくる。船のコーティングに要する時間は3日間。その間 海軍から逃げ回ることを決めた麦わらの一味は、レイリーの店を後にし、すでに海軍が動き始めているやる気満マングローブの森へと足を踏み入れた。Alles klärchen? Dann lad du erstmal, bevor ich jetzt noch was weiter erzähle. Da kommt bestimmt wieder ein Cutscene. ここからはサバイバルですね。よ、怖い。相手は大将だ。誰か知らねえようにしねえとな。演技でもねえこと言うな、てめえ。誰だ、お前。下がれルフィ。そいつは七部会だ。七部会。 Alles klar. Dann hauen wir mal direkt drauf. Und Brook ist mit dabei von der Partie. Das machen wir doch gerne. Besiege Bartholomäus Bär. Okay. Was sie hier erzählten über den Weltaristokraten, den Ruffy verprügelt hat. Erstmal die Supertechnik. Okay. Ich fand das war so geil, die Szene. Als Hachi, also der für Anon gearbeitet hat, schwer verwundet wurde durch diese Weltaristokraten. Das sind halt die übelsten Zeitgenossen. Das sind solche Ärsche, die andere versklaven und so. Und Menschen als Werkzeug sehen. Und ja. Als Hachi verletzt wurde, ist Ruffy vollkommen ausgetickt. Und der Schlag, den könnt ihr im YouTube sehen. Ruffy, oder besser gesagt, Luffy hits Celestial Dragon, sowas. Der Schlag ist einfach nur episch. Ich habe geschrien. Ich habe geschrien, yes, stirb. Ich fand es so cool. Ich kann es nicht verstehen, warum diese Typen Drache mit dabei haben in der Gruppe. Was ist denn das? Feinde mit Seilen. Auf Feuer basierende Angriffe sind besonders wirksam gegen Feinde mit Seilen. Wenn sie dich angreifen, fangen sie dich mit einem Seil an. Tippe dann auf die angezeigten Tasten, um dich daraus zu befreien.
Alles klar. Gruppe Marien ist aufgetaucht, okay. Mein Gott, hier sind aber viele. Aber hier sind auch viele, wir sind eigentlich vollständig. Erobere das gesamte Feind-Territorium. Alles klar. Also wie gesagt, diese Celestial Dragon, diese Weltaristokraten, ich habe sie gehasst. Wie kann man Drache im Namen haben und so arschig sein? So richtig mongohaft. Da ist selbst mongohaft noch ein Kompliment für die. Essen brauche ich nicht. Aber Tee, das kann ich gebrauchen. Wow. Schlagen wir die erstmal noch kurz weg. Bam. Crew-Schlag. Na, da war jetzt nicht mehr viel zu machen. Bam. So, ich tue jetzt noch mal was. Ja. Oh Mann, ich wollte gerade Crew-Schlag aktivieren. So, und Brook, den liebe ich auch. Der ist so cool. Der ist so mega cool. Noch cooler kann man eigentlich kaum noch werden. So. Spezialangriff ist schon mal komplett voll. Wir könnten also Gear Second einsetzen. So, aber jetzt bewegen wir uns mal. Wir müssen hier Feindterritorium einnehmen. Und bam. Na, habt ihr genug? Bam. So, lass mich mal durch hier. Ab durchs Feindterritorium. Hoppa. Crew-Schlag. Boah. Also da bleibt kein Auge trocken, wenn die hier zusammenschlagen. Ach du Kacke. Die arme Marine, Leute. Wie gesagt, ich wäre gerne ein Mitglied der Marine gewesen. Manche sagen ja, die Marine ist halt böse, aber ich meine, klar, gibt es böse Marine-Fuzzis, aber es gibt halt auch gute Marine-Fuzzis, die die Welt eigentlich nur vor Piraten schützen will. Vor bösen Piraten und so. Es gibt eigentlich kein klares Gut und Böse hier in dieser Welt eigentlich. Also nicht parteienmäßig von wegen, alle Piraten sind gut oder böse oder alle Marine sind gut und böse. So was Klares gibt es hier nicht. So. Nimm Territorium F ein. Okay. Schätze ich, geht da einfach mal. Auch eine Menge davon, ja. Also, Spezialangriffe bewahre ich jetzt auch, solange ich halt das noch nicht brauche. Und ouch, mein Gott. Also, ich hätte es eigentlich gerne gesehen, wie hier... Was wird das denn jetzt? Das war irgendwie Schwachsinn. Ich hätte jetzt gerne gesehen, wie Brook zur Gruppe gekommen ist, weil da gesehen habe ich das im Anime nicht. Deswegen finde ich das ein bisschen schade. Also ich krieg's irgendwie nicht hingebacken, dass ich Spezialangriff mache für meine Teammitglieder hier. Okay, aber das Gebiet hätten wir auch schon erobert. Komm. Na, ich speichere jetzt erstmal. Ah, eigentlich sollte das doch mit Kreis gehen, oder? Nach einem Angriff? Nach einem Spezial... normalen Crew-Schlag sollte eigentlich die Spezialtechnik sich aktivieren. Aber es tut sich nichts. Ich bin ein etwas verwirrt. Ihr seht, es tut sich eigentlich nichts. Ich drücke Kreis, aber der dreht sich dann nur so bescheuert rum. Und Kopfnuss. Oh. Mission abgeschlossen. So, es gibt noch mehr Territorien einzunehmen, so wie es scheint. Pazifista ist aufgetaucht. Na toll. Nicht gut.
Haben sich getrennt und ziehen sich zurück. Okay. Nimm Territorium 1 ein und sichere einen Fluchtweg. Alles klar. Mach ich gerne. Mein Gott, hier sind aber viele, du. Jetzt habe ich gar nicht mal auf den Namen geachtet von den Marineoffizieren. Irgendwas mit S, Saga, bla bla bla. Ist mir doch egal, du bist Fetti. Ich nenne dich einfach Marineoffizier Fetti. Gefällt dir dieser Name? Ist mir kackegal, ob er dir gefällt oder nicht. Oh, der ist da. Ja, warum? Fetti verfolgt mich. Alles klar, dann setzen wir mal direkt mal zweiter Gang ein. Oder dritter Gang. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen. Zu lange aufgeladen, würde ich mal sagen. Das war der dümmste Angriff der Weltgeschichte. Das war blöd. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der dritte Gang sich aktiviert. Puh, okay. Dann wollen wir mal versuchen, aus der Not rauszukommen. Und Kopfnuss. Weil ich euch so lieb hab. Ja, wo hätte ich wissen sollen, dass das so schief geht? Ah ja, der geht immer wieder so in den Samurai-Modus. Nee, nicht Samurai. Was wollte ich sagen? Sumo. So die Beine hier und da. Okay, wir haben es ja gleich. Wieder schön voll. Territorium eingenommen. Nice. Moral ist gesunken. So, da kommen wieder unsere Strohhutpiraten. Und ich brauche Leben, allmählich. Ach was. Zweiter Gang. Das machen wir. So. Teufelsmädchen, Nico Robin. Zorro ist vom Schlachtfeld verschwunden. Ach so, stimmt. Durch Bartholomäus Bär wird die Strohhutbande getrennt. Oh ja, genau das. Oh Gott, sind das große Argumente, die Robin hat. Oh mein Gott, ey, ich weiß nicht, ob das jugendfrei ist, was ich hier mache, aber egal. Boah, also Robin, haben wir gar nicht geklärt, oder? Was sie für Teufelskräfte hat. Also sie hat, keine Ahnung, wie die Frucht hieß. Auf jeden Fall ist sie in der Lage, Hände und alle möglichen Gliedmaßen an sich überall auftauchen zu lassen. Eigentlich sind es immer die Arme und so. Dadurch, ja, kann sie Genick brechen, sie kann an sich alles machen. Später kann sie daraus kombinieren und super Hände und Beine erschaffen und so. Sie ist eigentlich ganz cool. Guckt euch die an, wie die abgeht. Das sieht einfach so bescheuert aus. Ich komme gar nicht zurecht mit den Angriffen eigentlich. Platsch. Bartholomäus Bär ist aufgetaucht. Wo ist er denn? Fuck. Das war scheiße. Cyborg Frankie! Oh, der hat Cola Power an, oder was? Man kann sich auch neue Cola einfach so reintun. Ja, warum nicht? Oh
Okay, was war das für ein Superangriff? Oh Gott, das wird noch fies, glaube ich. Oh nein, Frankie, du brauchst Cola. Du brauchst Cola, mein Freund. So, du hast neue Cola. Das bedeutet neue Energie. Territorium eingenommen. Besiege den Pazifista. Alles klar. Chopper ist mit dabei. Ich brauche Cola. Der könnte direkt ich sein, hier Cola-Nachschub und so. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Weg, weg, weg. Laserstrahl. Chopper ist in Schwierigkeiten. Ja, merke ich. Au, aber dann bin ich auch in Schwierigkeiten, wenn ich versuche, dich zu retten. Oh, ouch, ouch. Das hat weh getan. Ich muss aber sagen, so schwer ist der Pazifist ja auch jetzt nicht, wollte ich gerade sagen. Au, yeah. So, ich brauche erstmal Leben. Und Tee. Okay, so können wir kämpfen. So. Was denn jetzt? Der war mitten im Bereich. Wow, nicht nehmen. Ich muss ihn von Chopper ablenken. Weil sonst stirbt Chopper und das wäre nicht gut. Ohne Rücksicht auf Verluste müssen wir jetzt mal kämpfen hier. So, Mission abgeschlossen. Strohhut, Ruffy. Frankie ist vom Schlachtfeld verschwunden. Bartholomeus Bär hat das Schlachtfeld kurz verlassen. Okay. Ich will langsam aber auch speichern. So viel Scheiße habe ich erlebt. Ah, verdammt. Siegbedingungen sind geändert. Okay. Kizaru ist aufgetaucht. Oh nein. Jetzt haben wir ein Problem. Kizaru hat sich mit Lichtgeschwindigkeit bewegt und Nachbilder hinterlassen. Suche das Original von Kizaru. Okay. Hä? Oh oh. Dann schlagen wir den erstmal. Ja, suche das Original. Wie soll ich das anstellen? Ich kann mich nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Ich komme hier nicht weg. Okay, gut gemacht. So, jetzt kurz hier weg. Kann ich überhaupt noch irgendwo abhauen? Lissop zieht sich gleich zurück. Komm zur Hilfe. Ja, wo ist er denn? Ich bin gerade mega verwirrt. Ich bin nämlich nicht so gut weggekommen, wie ich eigentlich wollte. Von daher war das nicht so prickelnd, was ich eher gemacht habe. Das war alles andere als klug. Bitte. Oh nein, nicht sowas. Damit kann ich nichts anfangen. Und die Türen sind alle geschlossen, oder wie? Oh, nee. Also jetzt habe ich irgendwie verkackt, glaube ich. Also irgendwie habe ich verkackt. Ich weiß nicht genau wie, aber ich habe verkackt. Weil hier komme ich nicht durch. Nein. Und hier komme ich auch nicht zurück. Ja, irgendwie ist das eine blöde Situation, glaube ich. Hey, da ist noch Tür auf.
Warum habe ich das nicht ausgenutzt? Weil da das Arschloch da ist. Ich krieg nur SP. Habt ihr auch ein bisschen, keine Ahnung, Heilung? Na toll. Überall tauchen Leute auf. Okay. Hier muss doch Leben sein, bitte. Oh nein, Kizaru blendet uns. Komm schon, Leben. Danke. Okay, setzen wir einfach mal den zweiten Gang an. Also, das Nachbild in Territorium A ist verschwunden. So, jetzt müssen wir aber Lissop hierher schnell helfen. Sonst wird er kaputt gemacht. Okay. Okay, die Situation ist dann erstmal geklärt. Also, wir müssen Nachbilder finden und wir müssen ja, keine Ahnung, alles mögliche erobern und fliehen. Ach du Scheiße. So viel zu tun und so wenig Zeit. Das war's dann mit diesem Part. Im nächsten Part machen wir dann weiter. Bis dann.